Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Ausrüstungs-Loadouts für das Jahr 2017, von dem ich natürlich noch einige Ausrüstung auf die ersten Touren in 2018 mitnehme. Viel Spaß mit dem Video. Ja, wir kümmern uns heute um alles, was irgendwie mit Kochen und Nahrung und solchen Dingen zu tun haben. Ein paar Tipps von mir, wie ihr die beste Trekking-Nahrung zusammenpackt, kriegt ihr natürlich auch noch nebenbei von mir. Und das Erste, was wohl mit am elementarsten ist, wenn man sich draußen hinsetzt und ein bisschen was kochen will und so weiter und so fort, habe ich hier schon gerade unter meinem Popo sitzen. Ich hebe das nur einmal ganz kurz hoch, denn ich will ja drauf sitzen. Das ist ein Teil einer sehr günstigen Sportmatte, Yogamatte, Gymnastikmatte, wie ihr es auch immer nennen wollt, die ich gekauft habe. Und zwar findet ihr die, so wie alle Ausrüstung natürlich unten in der Videobeschreibung, hat die knapp, ich glaube, 12 Euro gekostet und man kriegt ungefähr 6 relativ große Teile raus, 12 trotzdem immer noch genügende Teile für ein Popo, ja. Einfach nur ein bisschen festschrauben, zurechtschneiden und irgendwo außen am Rucksack befestigen, wiegt ja, 50 bis 100 Gramm. Man hat immer einen trockenen und einen warmen Popo. Ja? Super, wenn man draußen irgendwo ja, sitzen will, um was zu kochen. Ja? Oder einfach mit den anderen Leuten zu quatschen am Lagerfeuer und, und. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Vor allem jetzt in der nassen. Ich muss so grinsen bei nass, weil es schon wieder regnet. Ja? Seit ich angefangen habe, das Video aufzunehmen, regnet schon die ganze Zeit. Immer mal wieder doller, mal wieder weniger. Ja? Und kalten Zeit ist es natürlich gut, eine Sitzunterlage zu haben. Ja? Das ist vor allen Dingen auch Komfort. Und da für den günstigen Preis ist das absolut in Ordnung. Und da habt ihr noch mehrere Teile, die ihr verschenken könnt oder irgendwo im Auto an die Seite tun könnt, falls ihr mal spontan raus wollt und euch dann irgendwo hinsetzen wollt, einen kleinen Spaziergang und. Da gibt es ja tausende kleine Möglichkeiten. Es kostet nichts, es ist günstig, es wiegt nichts, es ist praktisch, es geht nicht kaputt. Was will man mehr? So, kommen wir jetzt aber mal zum Kochteil. Ich habe 2 verschiedene Kocher mit, weil es 2 Anwendungsbereiche für mich für Kocher gibt. Einmal kürzere Touren und einmal längere Touren. Es gibt natürlich noch eine dritte Art von Kocher für sehr lange Touren und für sehr spezielle Touren, zum Beispiel Expeditionstouren. Da habe ich mir aber noch nichts gekauft, da reden wir aber gleich auch noch mal ein bisschen drüber, weil ich bin da am Rumgucken. Die kürzeste Tour ist bei mir relativ einfach, die mache ich mit einem Trangia-Kocher. Der ist auf Spiritusbasis, den kennt fast jeder von euch. Warum wähle ich das? Weil es A, leicht ist, weil es günstig ist, weil es kompakt ist und weil man sich das Brennmaterial überall kaufen kann. Also die beste Möglichkeit für, ja, sagen wir mal 3 bis 4 Tage. Länger habe ich es noch nicht ausprobiert, weil ich dann den Spiritus nicht mitnehmen wollte. 1 Liter Spiritus hält bei mir ungefähr 15 bis 25 Mal kochen. Kommt natürlich darauf an, was man kochen will und so weiter und so fort. Also ich behaupte, mit 1 Liter Spiritus kommt man, wenn es jetzt nicht mega kalt ist und man nicht die unglaublich aufwendigsten Gerichte kochen möchte, durchaus mal eine Woche bis 10 Tage zurecht. Hängt natürlich auch davon ab, wie oft am Tag ihr euch kleine heiße Getränke und sowas zwischendurch machen wollt. Ja? Also, Mini-Kocher, kennen die meisten von euch, ja, einfach ein bisschen Spiritus einfüllen oder in einer externen Flasche mitnehmen. Es gibt mehrere verschiedene Arten, den aufzustellen. Hier ist zum Beispiel so ein kleines Kreuz. Das kriegt man aus China für 3 Euro. Habe ich euch letztens in einem flotten Dreier vorgestellt. Ja, kann man nichts mit falsch machen und ist für kleine Touren auf jeden Fall meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, um Feuer zu machen. Außer man möchte natürlich sein Feuer mit Holz schüren oder sonst irgendwas in der Richtung. Und da kommen wir gleich zum nächsten Kocher. Die Kocherart, wo es die wahrscheinlich abwechslungsreichste Landschaft überhaupt gibt für verschiedene Arten von Kochern. Was meine ich jetzt mit verschiedenster Art und Abwechslung? Der Hobo-Kocher, um den geht es jetzt hier, hat unglaublich viele verschiedene Arten, wie er sein kann. Es gibt viereckige Kocher, es gibt welche zum Zusammenstecken, es gibt runde Kocher, ja, es gibt große, kleine, faltbare Kocher und alles Mögliche. Hier zum Beispiel haben wir ein rundes Prinzip, das relativ gierig ist, was Holz anbelangt, dafür aber auch echt fantastische Wärme zum Kochen liefert und eine große
Auflagefläche oben für Töpfe hat und sowas. Also es ist schon ein bisschen mehr fürs anspruchsvolle Kochen, das Ding hier zum Beispiel. Das ist der von WTB Outdoor. Den nehme ich ab und zu mal mit auf Bushcraft-Tour, wenn ich etwas, ja, ausführlicher kochen möchte. Ja, also wenn ich nicht einfach nur einen Tee machen möchte, sondern auch noch richtig eine Pfanne, eine Gusseiserne nehme ich ja manchmal mit, Schmiedeeiserne, Entschuldigung, wo ich richtig eine dicke Pfanne mit einem Kotelett oder einem Putensteak oder sonst irgendwas in der Richtung machen möchte. Dafür sind solche Teile super. Funktionieren natürlich mit Holz, ja, hier vorne drin, einfach immer wieder ein bisschen nachlegen. Ich koche auf Tour gar nicht so viel, weil ich das relativ umständlich finde, ehrlich gesagt, mit dem Holz suchen abends und so weiter und so fort. Also ich bin da ein bisschen quengelig. Ich koche vielleicht auf Tour normalerweise 2 bis 3 Mal oder so. Da kommt auch immer ein bisschen drauf an. Das könnte sich jetzt ändern mit mehr Platz, wie wir ja schon im letzten Video gesehen haben, unterm Tarp aus dem Zelt heraus. Ja? Also dass ich anfange mehr zu kochen, weil ich mehr Platz habe, um mich auszubreiten. Weil das ist ein kleines Problem, zum Beispiel beim Biwaksack. Wo kochst du? Im Biwaksack ganz sicher nicht. Ja? Und wenn du nur so ein kleines Tarp hast, wie ich normalerweise, dann hast du auch keinen Platz, um da großartig zu kochen. Jetzt habe ich ein größeres mit einem anderen Aufbau. Jetzt gucken wir mal, ob ich dann mehr kochen werde. Werden wir sehen. Ich benutze, ganz faul wie ich bin, keine Birkenrinde, sondern gewachste Holzfasern aus dem Baumarkt. 2 Kilo ist bis heute, nee, ich glaube, ich habe mal eine 1-Kilo-Packung habe ich mal gekauft. Ist bis heute noch nicht alle gegangen. Kostet 12 Euro. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, kann man nichts mit falsch machen. Sind relativ leicht mit Funken zu entzünden. Super. Die dritte Kochart. Das ist jetzt so eine Sache. Da zähle ich alles drunter, was so mit Gaskartuschen funktioniert und so weiter und so fort. Ich habe so einen Campinggaskocher. Den würde ich aber, beziehungsweise ich habe keinen mehr, weil mir der kaputt gegangen ist. Aber den würde ich auch niemals, glaube ich, mitnehmen auf längere Touren. Außer ich bin in Gebieten unterwegs, wo ich jetzt kein oder nur schwer an Holz komme. Ja? So zum Beispiel habe ich mal eine Tour gesehen von Ben, einem Mann im Wald, wo er den Kungsleden gewandert ist, wenn ich den richtig ausspreche. Und da würde ich tatsächlich auch sowas mitnehmen aus meiner Perspektive heraus. Oder ein Trangia, je nach wie warm es da ist, wenn ich da mal hinfahre. Ja? Da macht das absolut Sinn. Und es gibt auch andere Bereiche. Ich will mich jetzt... Riesenraubvogel, geil. Ja, hier ist echt ein Naturschutzgebiet für Vögel. Hier kommen echt tolle Vögel lang. Bei dem kleinen Weiher hier vorne habe ich auch gerade einen Reiher leider verscheucht. Aber der ist aufgeflogen, bevor ich überhaupt gesehen habe, dass er eigentlich hier zuerst da war. Konnte ich da nichts machen, ne? Es gibt ja dann auch sogenannte Mehrzweckkocher, also die Benzin und Diesel und was weiß ich nicht alles benutzen können. Die sind meistens ein bisschen hochpreisiger, ein bisschen lauter. Mit einer extra Aluminium-Druckflasche, so wie ich das verstanden habe, mitzuführen. Ja, muss man da mal gucken, ne? Ob ich mir sowas mal anschaffe, wenn ich es dann mal gebrauchen kann. Aber bei normalen Wandertouren meiner Meinung nach braucht man das nicht. Wer das aber machen möchte, weil er sagt, der Komfort Plus oder das Komfort Plus ist mir wichtig, kann man gerne machen. Dann Kochgeschirr. Hat sich bei mir ein bisschen verändert. Ich hatte ja vorher immer den Edelstahltopf oder halt die Schmiese in einer Pfanne und bin jetzt auf ein Aluminium-Kochgeschirr umgestiegen. Warum habe ich das gemacht? Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist günstig, es ist leicht und es gibt noch einen viel wichtigeren Punkt, der vielleicht jemanden, der sich ein bisschen mehr mit Kochen beschäftigt, wichtiger ist als jemand anderem, und zwar, dass Aluminium eine deutlich bessere Wärmeleitfähigkeit hat, als es zum Beispiel Edelstahl oder noch schlimmer Titan hat, und somit das Kochen besser funktioniert. Also man kriegt damit besser und angenehmer sein Essen hin, weil die Wärmeverteilung besser ist. Also, was ist das jetzt hier überhaupt für ein Ding? Das ist so ein Komplettpaket, ne, von Decathlon, ja, Casua, habe ich mal das gekauft, und das hat, glaube ich, 8 Euro gekostet oder so.
Also Aluminium ist wirklich günstig und da war noch ein kleiner Becher dabei und eine kleine Gabel und solche Geschichten. Aus Plastik halt nichts Besonderes, ne? Aber noch so ein Camping-Ding dabei. Und ich muss halt sagen, es ist eine kleine Pfanne dabei, es ist ein Topf dabei, man kann alles zusammenstecken, es ist leicht, es kostet nichts. Top. Ja, was willst du mehr? Also besser geht's kaum. Und jetzt ist natürlich die ewige Diskussion um die Giftigkeit von Aluminium oder die Nichtgiftigkeit. Ich habe bei den Pfadfindern das Bundeswehrgeschirr benutzt. Das ist aus Aluminium. Ich habe bei der Armee, also bei der Bundeswehr, das Aluminiumgeschirr benutzt. Es hat nie irgendwas gemacht. Angeblich soll ja Aluminium im Verdacht stehen. Steht ja nur im Verdacht, Alzheimer zu verursachen. Ich habe mir dazu noch nie eine Studie durchgelesen, deshalb kann ich dazu dezidiert keine Meinung abgeben. Ich kann aber sagen, dass es mir bis jetzt nicht geschadet hat und dass ich auch von niemandem gehört habe, der jemals irgendwie Schäden davongetragen hat, wobei das natürlich auch schwierig nachzuweisen ist. Jetzt ist es so, solange du Aluminium ganz normal benutzt, also einfach nur zum Kochen und so weiter und so fort, ist sich wohl so fast jeder, dem ich im Autobereich darüber geredet habe, einig, dass es kein Problem ist. Problematisch wird es dann, sobald du Spülmittel benutzt, beziehungsweise diese benutzt und danach nicht abwischt, beziehungsweise nochmal ausspülst oder mit Fett einbrennst und dann nochmal ausspülst oder sonst irgendwas in der Richtung. Weil das Aluminium oxidiert und sich dadurch ablösen kann. Mich würde natürlich dazu mal eure Meinung interessieren, ja, oder falls ihr da wirklich Hintergrundwissen habt, dazu was zu sagen. Ich benutze jetzt halt Aluminiumgeschirr, ich habe da kein Problem mit, ja, und kann eigentlich nichts Negatives darüber sagen. Also ich wüsste nicht, warum ich mir Titan anschaffen sollte, schon allein aus den praktikablen Gründen der Kochfähigkeit. Ja, es geht ja gar nicht mal um Leichtigkeit oder so, sondern auch Kochfähigkeit. Aluminium ist einfach viel besser zum Kochen als Edelstahl oder als Titanium. Deshalb bin ich da ein viel größerer Fan von als von Edelstahl. Ich finde, Aluminium fühlt sich irgendwie auch toller an. Ist jetzt vielleicht aber Geschmackssache. Und Titan kostet halt mega Kohle. Also, nö. Dann nehme ich mir das Aluminium, ja, und was nicht alles giftig oder sonst irgendwas Erzeugendes in unserer Gesellschaft. Das wissen wir doch sowieso. Ja. Alles ist irgendwie tödlich. Die Dosis macht das Gift, ja. Ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich jeden Tag aus Aluminium essen würde, würde es irgendwann ja, eine Art von Nachteil werden. Aber solange man immer nur so sporadisch sozusagen daraus isst auf Tour und dann vielleicht auch nicht jeden Tag, denke ich, ist das überhaupt kein Problem. Und für den Preis und dann die Fähigkeiten, die Aluminium hat, da sehe ich es nicht ein, was anderes zu benutzen. Zum Essen benutze ich natürlich einen kleinen Spork. Ja, den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Den kennen auch die meisten von euch. Ja, sowas zum Ausklappen für 1,50. Findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und dann kommen wir jetzt hier zum mit Wichtigsten, was so viele Bushcrafter und auf jeden Fall auch viele Wanderer brauchen für draußen. Und das ist nicht der Milchschäumer von Ikea. Den kann man aber auch dafür benutzen. Eine kleine Tasse zum Aufwärmen für einen Kaffee, für einen Tee. Ja, ich habe immer Tee dabei, weil ich trinke keinen Kaffee, ich mag das nicht. Und all solche Geschichten. Ja. Ich werde demnächst mal experimentieren. Mit ihr kennt ihr diesen Bröseltee, nennen den manche. Ja, ich nenne den, wie nenne ich den eigentlich? Ja, diesen Eistee-Bröckchen. Ne? Also Bröckeltee ist vielleicht gar nicht falsch, obwohl es ein bisschen eklig klingt. Diesen Tee, der halt aus diesen ganz kleinen braunen Stückchen besteht, ja, den man dann so groß Plastikdosen kriegt und dann irgendwo rein und dann umrührt und dann wird das so ein bisschen Eistee, also eigentlich Zucker mit Geschmack in dem Sinne, ja. Und den will ich mir mahlen, weil ich verstehe nicht, warum der in so Bröckchen daherkommt, was das für einen Sinn hat und den nicht von Anfang an zu mahlen, ja, also so, als würde ich Zucker reintun, ja. Vielleicht deswegen, damit man nicht so denkt, dass es so Zucker ist, was es ja aber eigentlich ist, um mir damit Tee zu machen, um abends einen kleinen Zuckerkick zu haben. Und ja, so eine ganz einfache Edelstahl-Tasse, Milchschäumer von Ikea, was weiß ich, da gibt es tausende Sachen von Tatonka,
schwören viele drauf. Ja, ich habe mir einfach das Ding hier geholt, als ich mal bei IKEA war. Habe ich seitdem viel benutzt, wie man sieht. Absolut top. Ja, Edelstahl ist Edelstahl. Was willst du? Ja, tust du aus Feuer drauf, auf einen Trangia-Kocher, auf ein irgendwas und dann machst du Wasser drin warm und hängst einen Teebeutel rein, hast du abends deinen Tee. Oder du rührst halt Kaffee rein oder du rührst Kakao rein, was auch immer. Aber auf jeden Fall sehr nützlich. Auch zum Bereich Kochen, Nahrung allgemein gehört natürlich, wie ich mein Wasser aufbewahre. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Einmal hier meine Trinkblase. Und zweitens hier meine Nalgene-Flasche. Die Nalgene-Flasche ist der Standard überhaupt. Also ich glaube, jeden Outdoorer, den ich mal irgendwo getroffen habe, hat genau diese Flasche. Diese Armeeform, ja, diese Nierenform. Halt so eine Flasche mit einer relativ großen Öffnung in Oliv. Meine Frau hat die in Blau, weil das ihre Lieblingsfarbe ist, ja. Top-Flaschen gehen nicht kaputt. Du kannst durchgucken, ob irgendwas drin ist, wenn du es gegen die Sonne hältst. Ja. Kosten nicht viel. Also in dem Sinne ist Nalgene total super. Jetzt habe ich letztens gesehen, gibt es auch diese so Trinkbeutelmäßig. Ja. Also wie so eine Trinkblase, nur so als Flasche konzipiert. Das heißt, wenn sie leer ist, legst du sie sozusagen zusammen wie ein T-Shirt oder so. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich mir davon was hole. Habe ich noch nicht gemacht. Im Moment benutze ich noch die. Werde ich wahrscheinlich auch weitermachen, einfach wegen der Form. Warum ist die Form so geil? Weil du sie in deine Seitentasche tun kannst. Ja, zum Beispiel von der Armeehose. Ja, und dann kannst du sie hier so einfach reintun und dann hast du sie hier drin. Und schmiegt sich mit dieser Kerbe hier drin super an dein Bein an. Was willst du mehr? Natürlich reicht ein Liter nicht, wenn man lange auf Tour unterwegs ist. Ja. Deshalb habe ich immer noch so eine Trinkblase mit dabei. Und die hat ja diesen geilen Effekt, den ich eben schon mal beschrieben habe, dass wenn sie leer ist, kannst du sie ja zusammenfalten so halbwegs, ja, und irgendwo so an die Seite tun. Natürlich ist der Schlauch da so eine Sache, aber auch ohne den Schlauch ist es ja dicht. Also so eine Trinkblase kann ich auf jeden Fall immer nur empfehlen, dabei zu haben. Und wenn man halt nicht so viel Wasser mitschleppen muss, möchte, ja, dann ist sie halt hinten in der kleinen Tasche dran, nimmt aber kaum Platz weg. Und wenn man dann wieder mehr Wasser haben möchte, dann kann man sie wieder auffüllen. Ganz einfach. Eine flexible Lösung in dem Sinne. Ne? Deshalb habe ich immer diese Trinkblase mit dabei auf längeren Touren. Ja, mein Essen zum Beispiel bewahre ich dann ganz klassisch in einem Jutebeutel auf. Ja? Da nehme ich dann einfach einen Jutebeutel hinten aus der Kammer bei mir in der Wohnung, ja, pack dann da Essen rein und dann ist gut. Ja, das war auch schon meine Ausrüstung von 2017, die ich noch mit in 2018 auf die ersten Touren nehme zum Thema Kochen, Trinken und allgemein Nahrung. Mich würden an dieser Stelle natürlich noch deine Ergänzungen interessieren oder was du mir noch so für Tipps geben könntest, wie ich Sachen besser aufbewahren oder Platz einsparen, Gewicht sparen könnte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du den dritten und letzten Teil nicht. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.